Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Assassin's Creed Lines. Ja, im letzten Part haben wir, also im letzten Stundenpart, haben wir Mr. Wilhelm von Montferrat getötet. Haben. Ja, bin ich. Haben Bericht erstattet und ja. Sind jetzt wieder ein Stück besser geworden. Ich weiß jetzt bloß nicht gerade, warum mir das hier oben angezeigt wird. Nicht nochmal mit den Quatschen. Gut, weiß ich nicht, muss ich auch nicht wissen. Wir müssen jetzt zum Königreich reisen. Wir werden dort leider nicht hingeschmissen. Zu der Stadt, wo wir jetzt hin müssen. Seht schon. Machen wir das aus. Alter, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Das war schade. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ja, und ich hatte schon die Hoffnung, er hätte es tatsächlich gespeichert, dass ich die Scheiße schon gemacht habe. Nein. Ausweichen haben wir ja gelernt. Das ist ja auch so unheimlich schwer. Hui. Hui. Na mach. Hui. Das Werk eines Meisters. Na los, noch einmal, weil wir so toll sind. Hui. Ja. Meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Ja, genau. Ein Mann. Kleine Pussy wie ihr. Gut. Mach's gut. Nein, kein Bock. Ja. Tschüss. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Ja. Schön wäre es, wenn du das verstehen würdest. So, jetzt aber ab zum Königreich und Unruhe stiften. Ach, guck mal. Damaskus oder Jerusalem? Ach komm, Damaskus waren wir erst vor kurzem. Hauen wir ab nach Jerusalem ins Büro, bitte. Mit dem furchtstabellos Büro-Eingang. Ich liebe diese 1 FPS hier im Ladebildschirm. Ich weiß nicht wieso, aber sie sind einfach da. Das Kurzschwert ist am besten geeignet, schnell mehrere. Was für ein Kurzschwert? Das heißt Dolch. Mein Bildschirm ist dreckig, ich muss dich kurz beheben. Na, selbst fangen die so an wie in anderen Spielen. Das geht nicht. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall in Damaskus. Und jetzt können wir ins neue Viertel gehen und Aufgaben erledigen. Aber zuerst müssen wir diesen Bürger da hinten retten. Einfach weil wir es können. So. Weil wir das nämlich letztens, als wir hier waren, nicht gemacht haben. Und das ist nicht nett, dass wir das nicht gemacht haben. Das sollten wir niemals machen, etwas nicht tun. Dass man nicht runterspringen kann, finde ich eklig. Hallo. Ich sprenge nur ungern eure Party, aber in dem Fall. Und tschüss. Ach, das waren ja die sehr gesprächigen Soldaten. Na, ja, ja. Na komm. Und wiedersehen. Na los, gib den Löffel ab. Wie schön, vermeiden Löffel. Gut, dass ihr gerade vorbeikam. Sehe ich auch so. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Leidet. Gut, die leiden erstmal rum und wir besichtigen den Aussichtsturm. Diesmal wird es nebenbei gesagt kein Endstundenpart geben, weil diesmal habe ich dummerweise die Uhr da. Ich glaube, so lange kann doch gar keiner gucken, ohne zu sterben. Hust. Egal. Kletter, kletter. Ach, da ist eine Leiter. Oder auch nicht. Aber hier ist eine Leiter. Ja. Spring bitte daneben. Darum bitte ich dich. Hat er seinen Verstand verloren? Ein bisschen. So, dann hier hoch. Na los. Mann, 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 Mann. Oh Junge, verarsch mich doch nicht. Verarschen. Jetzt aber. Geht doch. Och Mann, also ernsthaft. Also ich hatte schon gedacht, dass du ein bisschen mehr drauf hast. Naja, dann nicht. Seltsam. Ja, sehr seltsam. Bitte, Herr. Ach, hier kommen wir nach. Gut, den müssen wir wahrscheinlich gleich verkloppen. Sobald wir dieses nette Umland erkundet haben. Weil es ist eine Quatschbacke. Und die Quatschbacken muss man ja verprügeln. Kletter, kletter. Kletter, kletter. Ja, das müssen sie wohl. Huch, was ist denn jetzt passiert? Und Kletter, und Kletter, habe ich schon Kletter erwähnt? Husch. Und husch. Und husch. Mama mia.
So viele Gehusche hier. Nein, das ist heute. Das da drüben ist, glaube ich, der höchste Turm heute. Ja. Ja. Kannst du ruhig widersprechen. Aber ich glaube, dass das der höchste Turm ist heute. Welch eine hübsche Aussicht des Todes. Und, hatte ich recht. Nicht verprügeln? Na gut. Dann eben nur ein Bürgerlein retten. Ist ja auch schon was wert. Wie sagt er eben aus? Aus dem Weg. Ich bin wichtig. Aus dem Weg. Ich bin wichtig. Habe ich eigentlich noch ein Wurfmesser? Tschüss. Hol mir deinen Kopf. Ein Ding, ja, hol ihn dir. Wolltest du mir nicht meinen Kopf holen? Wenn du tot bist, geht das, glaube ich, nicht. Und tschüss. Auf die Witzfiguren. Na, wer will noch mal werden und nicht? Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Sehe ich auch so. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ja, besonders mega. Gut, die Frauen hier scheinen weniger zu quatschen. Sehr gut. Gut. Ja, raus mit uns! Hier, bleibt stehen! Ihr könnt nicht entkommen, wir haben den Kopf! Ach, weißt du, wir machen dich mal voll Crash hier auf Assassinenort und so. Euch hole ich mir! Dann hol mich doch. Hier bin ich. Ja, Bobolin. Ihr werdet mir nicht entkommen. Du Neger. Mensch. Da muss ich hin. Ja, genau, ich hier. Ich leicht euch mal, ihr dürren Menschen. Wiedersehen. Er wird nicht entkommen. Ach nö, bin ich schon. Du Noob. Okay. Blablabla. Ach, halt die Fresse. Solange er nicht auf die Idee kommt, einen Stein zu werfen. Ja, so kann man auch Spaß haben als Assassine. Man muss ja nicht immer Leute umbringen. Nein, man kann sie auch einfach mal links liegen lassen. Und erkunden wir diesen tollen Turm. Den größten hier. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ganz frech. Gut, ach guck mal. Informanten haben wir schon. Aber erstmal tauchen wir unter. Gezwungenermaßen. Ach, meinst du, die Frauen hier in der Stadt wissen auch noch nicht, wie geht? Was war das? Wie das geht mit eine kleine Gabe? Echt? Brauchst du Geld? Ach, guck mal. Ja, du bist ja eine neue Frau, du kennst das ja nicht. Guck mal, so, guck mal, hast du schon Geld gefunden? Liegt da welches? Ja? Hast du welches gefunden, Süße? Hast du nicht gefunden? Guck mal, probier's doch mal da. Da müsstest du was finden. Hast du jetzt was gefunden? Ach, du bist tot. Ach, das war schade. Das tut mir jetzt richtig leid. Da bin ich echt sorry. Die Leiche verpisst sich doch so nochmal voll verpackt. Na, aber ihr lauft die Fresse. Ja, ihr seht doch alles Heiden, ne? So was zwängert ihr euch denn da rum? Wer hier was ist hier? Ihr seid doch alles die Heiden hier. Nämlich, es gibt gar keinen Gott. Ui, jetzt hab ich doch die ganze Welt zerstört. So. Aber wenn es einen Gott gäbe, würde es fest nicht mehr gehen. So. Ja. Na komm. Läuft doch an, ihr Pussys. Hier, Gnade. Gnade gibt's bei Aldi, aber nicht bei mir. Na. Tschüssi. Na, was krabbst du mich an? Ist dir das in irgendeiner Form erlaubt? Ach du auch hier, so ein Krabschkopf hier. Lässt dich deine Frau nicht mehr ran. Beziehungsweise dein Mann. Und tschüss. Ach, für ein blödes Haus. Will aber bitte eine Sprache, die mindestens zwei Menschen auf dieser Welt beherrscht.
Boah, hast du keinen Bock mehr? Ach, das tut mir aber leid. Trotzdem musst du leider, leider sterben. Ach, du willst auch noch eine milde Gabe? Hier, guck mal, da. Sammel. Sammel Treuepunkte. Gut, aus dem Weg, ich bin Bode, ich muss klauen. Ja komm, dann retten wir bevor. Retten wir vorher die Bürgerin da. Ja komm, machen wir mal. Ach, euch habe ich ja so lieb. Eure Eltern, echt ey. Hätten verlieren sollen. Auch wenn Schweinekondome vielleicht sehr wehtun, aber hätten verlieren sollen. Versucht es! Das kostet dich den Kopf! Okay. Wieso sagt mein Charakter eigentlich mal so versucht es oder irgendwie sowas? Wie kannst du glauben, wenn ich besiegen zu können? Er redet die ganze Zeit nicht, aber sowas versucht es. Na gut, vielleicht muss er sich einfach mal aussprechen. Und tschüss, na los, du auch noch, du Witzfigur. War das der letzte? Ja, sieht's aus. Ich hoffe es. Doch. Riskiere ich besser nicht. Das wäre wohl das Beste. Eile heim. Darf ich jetzt gehen? Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ich würde hoffen. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert. Halt die Klappe. Das vergesse ich nicht. Halt die Klappe. Lass mich in Ruhe. Ich muss diese Mission machen. Dankeschön. So, wo ist er denn? Altair, mein Freund und Bruder. Es ist so lange her. Habt ihr von Ada gehört, seit sie fort ist? Nein. Wer ist das? Wie traurig. Oh. Sicher werdet ihr sie eines Tages finden. Oh. Ich hörte, dass eine Feder auf Abul Nukuts Kopf liegt. Vielleicht kann ich helfen. Nur eine Feder. Aber ich habe selber einen Auftrag. Hm. Ich habe 4 Ziele, die ich vor Mittag eliminieren muss. Sollen wir zusammenarbeiten wie früher? 2 für mich, 2 für euch? Es sind Abul Nukuts persönliche Wachen. Ihr werdet sie schnell erspähen. Erspähen? Das ist aber erspärlich. Hahaha. Okay. Nein, geht nicht. Gott, was, wenn ich doch gehe? Was machst du dann? Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Ja, du bist doch nichts, also da darfst du doch nichts haben. Und wieso ist ein Jäger eine Leibwache? Ich bitte euch, nur eine kleine. Bitte. Das ist eine kleine Münze. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Boah, heb das Schwert auf und verkauf es für deine Mutter, ey. Oh, du Nervensäge. Geh arbeiten, dann kriegst du Geld. Meine Familie ist groß. Ja, deine Familie stirbt gleich, wenn du nicht die Fresse hältst. Knutsch die Wand, du blöde Kuh. Ich himmel das. Ja, ich himmel mir. Wieso spawnen die auf einmal? Dumme Kuh. Kannst du nicht woanders spawnen? Such dir einen neuen Spawner. Ich bin nicht auffällig, nein. Überhaupt nicht. Ah, du. Und Tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verloren. Na, ich will's hoffen. Gibt wieder ein bisschen Arbeit für die Frauen hier. Ach, halt doch die Fresse und geh weg. War das großartig. Ja, genau wie in Aleppo, erinnert ihr euch? Nee. Hier ist etwas, das eine der Leibwachen des Wesirs bei sich trug. Wo willst du's wissen? Ich glaube, es ist eine Karte mit den Positionen seiner Wachen. Du hast sie nicht... Sicher wird das bei eurer Mission helfen. Du hast sie wenn nicht ihr wieder 1 Zentimeter bewegt. Seid, kommt mich besuchen. Meine Tür steht euch immer offen. Friede sei mit euch, mein Freund. Welche Tür? Welche Tür, du Penner? Sag mir, welche Tür. Okay, mit diesem Mord würde ich sagen, wir machen das mal für diesen Part Schluss. Ich weiß nicht, wie lange das um sind. Ich glaube, es sind 15 Minuten circa. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss.